Dankeschön, sehr nett. Wie geht's dir? Gut, danke. Es ist nicht möglich, dass Deutschland alle aufnimmt, die oft auch gar keine echten Flüchtlinge sind. Die andere Land hat auch jetzt Angst vor Flüchtlingen, weil sie haben viele, wirklich ganz viele falsche Nachrichten. Mein Name ist Götz Frömming. Ich kandidiere für die Alternative für Deutschland bei der Bundestagswahl, damit Deutschland Deutschland bleibt. Democracy is not that only things are said or posted which you like. People are allowed to have a different opinion and they should be allowed to express it. Mein Name ist Anas Modamani und ich komme aus Syrien und ich habe Facebook verklagt wegen die falschen Nachrichten. Hi. Hallo. Hi, ich bin Anas. Guten Tag, Götz. Schön, Sie zu treffen. Hallo. Nehmen Sie das. Dankeschön, sehr nett. Dieses neue Gesetz, was es jetzt gibt, ne? Das einerseits in so einem Fall wäre es gut. Ich habe trotzdem ein Problem mit dem Gesetz, wie ja auch andere Parteien, jetzt die Linke oder andere Zeitungen, weil die Gefahr natürlich sein könnte, dass zu viel gelöscht wird von Facebook und dass die Leute Angst haben, Dinge zu schreiben, ihre Meinung frei zu sagen. Meine Meinung, ich werde das auch die gute Nachrichten auch löschen mit die falschen Nachrichten. Ja. Weil ich habe das erlebt, in meiner Heimat auch. Ja, wir haben mit dem Krieg angefangen, mit wirklich ganz falschen Nachrichten in Facebook. Ja. Ich habe 5 Jahre in Krieg gelebt, in Daria. Hm. Und in Daria stehe auf, immer Flugzeugbombardierungen. Es gibt gar nichts zum Lieben. Weil wir sagen, es ist nicht möglich, dass Deutschland alle aufnimmt, die oft auch gar keine echten Flüchtlinge sind. Es kommen ja sehr viele aus Afrika jetzt auch. Und die meisten wollen, wie gesagt, nach Deutschland. Es gibt aber 28 EU-Länder. Die andere Land hat auch jetzt Angst vor Flüchtlingen, weil sie haben viele, ganz viele Nachrichten. Ja. Sie haben Angst wegen wirklich ganz viele falsche Nachrichten. Wir haben leider inzwischen auch einige Anschläge gehabt, die, an denen auch Flüchtlinge beteiligt waren, die durch Flüchtlinge verübt worden sind. Und das lesen die Menschen in Polen oder Tschechien, lesen auch diese Nachrichten. Und es reicht eigentlich schon ein Anschlag. Wir hatten hier in Berlin einen Anschlag durch einen Tunesier auf dem Breitscheidplatz, der mit einem LKW in eine Menschenmenge hineingefahren ist. Das hat auch, genau, die Leute sagen, das war ich. Ja, was natürlich ein Foto Unsinn ist. Und also wer kann die Leute bestrafen bekommen? Ja.